Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Forza Motorsport 7. Ja, wir sind hier auf dem PC unterwegs und werden uns den neuen Simulationsableger, Simcade-Ableger aus dem Hause Turn 10 mal ein wenig geben. Jetzt auch hier fett mit Porsche-Lizenz, wie wir sehen, mit dem GT2 RS. Und ja, ich bin, muss ich sagen, jetzt doch sehr, sehr gespannt aufs Spiel. Ich war ja erst nicht so wirklich hype, weil, Grafik hier, Grafik da, das ist alles, was wir haben. Aber kurz vor Release haben sie dann doch mal ein bisschen Gameplay und sowas gezeigt, wo ich gedacht habe, doch, das könnte doch echt ganz geil werden und echt Spaß machen. Und ja, wir werden aktuell die beste grafische Version spielen. Die gibt es aktuell auf Windows 10. Die Xbox One X-Version kommt erst im November. Nebenbei, ich check halt nicht, warum man Forza 7 nicht einfach mit der Xbox One X release, weil das wäre ja so krass gewesen, weil Forza 7, bam, Grafik und Xbox One X, bam, Grafik. Aber wenn man die, bam, Grafik, ich betone das jetzt mal so, jetzt haben möchte, spielt man einfach auf dem PC statt auf der Xbox. Das ist ganz einfach, beziehungsweise man hat ja eh beide Versionen, ist also extrem Latte, weil es ja ein Play-Anywhere-Titel ist. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht so lange, wir drücken nicht Enter, wir drücken den A-Button, ich spiele nämlich mit dem Xbox One-Controller natürlich. Und wie sich das gehört, er lockt sich mal kurz ein. Zumindest hoffe ich, dass er mein Profil noch hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Anmeldung. Ja, bitte, kannst du euch machen. Ja, ganz viele angemeldete Gedönse. Schön, sehr gut, haben wir das auch geschafft. Ich finde den Stapelschirm schon mal sehr, sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Also das sieht schon echt geil aus. Das ist ein schönes Artwork, das gefällt mir echt gut. Jetzt gibt es wohl ein kleines Intro. Glaube ich. Microsoft Studios presents. At Turn 10 Studios Production. Sieht schon gerade echt ein bisschen geil aus, ne? Eieiei. Jeder Fahrer hat eine Geschichte zu erzählen. Vom ersten Rennen. Vom ersten Rennwagen. Von seinen Siegen. Den Niederlagen, dem Werdegang. Dies ist der Ausgangspunkt aller Rennträume. Der Auftakt eines Vermächtnisses für ambitionierte Fahrer. Einige wenige erwartet nicht nur die Ziellinie, sondern auch die Chance, eine lebende Legende des Rennsports zu werden. Und erstmal fette Strafen zu bekommen, wenn er mit dem Huracan so aus der Boxengasse rausballert, Alter. Da wirst du erstmal disqualifiziert, lebenslänglich. Entschuldigung. Willkommen bei Forza Motorsport. Ich helfe Ihnen, in der Welt des Rennsports Ruhm zu erlangen. Hier beginnt Ihre Reise. Und glauben Sie mir, wenn ich sage, es wird ein harter und steiniger Weg, bis Sie den Cup gewinnen. Ein Weg voller Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Und hier ist die erste. Wer sind Sie? Das finde ich schon mal geil. Also wenn das wirklich die Garage ist, ist das fett. Die finde ich schon mal richtig geil. Wenn das wirklich unsere Garage ist, wo unsere Karre drin steht, wäre das geil. Dann würden wir uns einmal auswählen, ob wir männlich oder weiblich sind. Nebenbei, ich mag es, wenn ich geduzt werde. Ich finde es aber komisch, wenn man in den Spielen gesiezt wird. Das ist immer so, das klingt immer so, als wenn man wirklich sowas ganz Krasses, sowas Elitäres darstellen möchte. Wer sind Sie denn? Oh, heute begleiten wir Sie auf eine Reise. Ich mag es, wenn ich geduzt werde. Ich bin immer noch der Gamer, ne? Ich bin so der Kumpeltyp eher. Aber na gut, wenn das unsere Garage ist, wäre das geil, weil das sah gerade echt fett aus. Das gefällt mir richtig schick. So, wir dürfen wählen, ob wir männlich oder weiblich sind. Ich finde immer lustig, dass er erst kurz die PC-Steuerung anzeigt, aber wir spielen natürlich hier am Xbox One Controller. Und ja, wir sind natürlich männlich. Es ist Zeit für Ihre erste Fahrerausrüstung. Sie werden noch mehr erhalten, wenn Sie weiter Rennen fahren. Okay, wir haben einmal das Alpha Gear. Willkommen bei Forza Motorsport 7. Dann haben wir sehr weiß, dieser Fahrzeuganzug ist beständig, praktisch und ideal für schnelle Runden oder Langstreckenrennen. Und Sieger Hellblau ist dasselbe nochmal in Hellblau. Ich muss leider sagen, ich finde den Alpha Gear schon ein bisschen geiler, ne? Da sieht allein der Helm einfach, der Helm ist halt der Shit, ne? Der sieht halt einfach richtig fett aus. Der Helm ist halt schon geil. Die Grafik ist halt auch echt geil. Meine Fresse, sieht auch schon gut aus, ey. Wir nehmen Alpha Gear. Ich finde das am geilsten noch. Von hier aus können Sie Ihre Kampagne um den Forza Drivers Cup starten, im Mehrspielermodus gegen andere Fahrer aus aller Welt antreten oder sich ganz in Ruhe auf Entdeckungsreise begeben. Ich glaube, wir begeben uns mal ins Entdeckungsreise. Der Forza Drivers Cup ist wohl das Hauptspiel so, wo man halt Rennen nach Rennen fährt und wirklich so gegen so Bossgegner wirklich antritt am Ende. Was wir auf jeden Fall machen werden, das ist das, was wir auf diesem Spiel werden. Aber wir gehen mal ganz kurz ins Hauptmenü, weil ich will mich mal kurz ein bisschen umschauen. So, das ist der Hauptbildschirm. Oh, das Menü ist geil geworden. Das gefällt mir echt schön. Das ist echt schick gemacht. Auch wie es gemacht ist. Preiskisten haben wir wieder. Also es gibt wieder natürlich Sachen, die man anlocken kann. Fahrer anpassen persönlich anpassen. Sie können durch Belohnungen aus Preiskisten noch mehr Fahrerausrüstung freischalten.
Das sind sowieso Lootkisten. Mein Gott, jetzt sind wir hier wie bei FIFA uns angekommen. Das ist ja bei jedem Spiel mittlerweile so. Oh. Wir haben Gymkhana-Anzug, kein Blockanzug. Oh, das ist fett. Ei. Aber es sind immer feste Anzüge. Man kann die nicht frei konfigurieren. Ich habe gedacht, Helm und so wählen, aber das sind Sachen, die wir ja nicht benutzen können. Okay, hier gibt es auch Anzüge, die wir freistellen können. Die VIP-Dinger sehen ja echt fett aus. Ich nehme halt einfach den Camp Block-Anzug, weil wir sind halt. Ich liebe halt Camp Block. Ich mag den, das ist schon okay. Das ist auf jeden Fall von dem Hoonigan Carpack DLC. Da ist das beides, nehmen wir mal. Finde ich ganz geil. So, Forzaton können wir natürlich noch machen. Der ist aktuell noch nicht freigeschaltet. Einzelspieler, Firewall the Driver Cup freies Spiel. Das ist also auf jeden Fall der neue Hauptmodus. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Ich will auf jeden Fall in den Drivers Cup. Wir wollen ja eine Karriere starten. Deswegen gehen wir in den Forza Drivers Cup. Der Forza Drivers Cup ist die größte und abwechslungsreichste legale Rennsportserie der Welt. Seit langem lockt er die besten Fahrer an. Nur wer schnell, flexibel und anpassungsfähig ist, kann auf den legendärsten Rennstrecken aller 5 Kontinente gewinnen. Einige wenige schaffen den Sprung nach ganz oben und verewigen sich in den Geschichtsbüchern. Doch zunächst werden sie in die Rolle vorheriger Sieger schlüpfen und erfahren, was alles nötig ist, um den begehrtesten Preis des Rennsports zu ergattern. Geschwindigkeit. Okay. Der elementare Grundsatz des Rennsports. Dahinter steckt mehr als die Wunder der Ingenieurskunst. Auch die Fahrer, die unerschrocken die Grenzen des Möglichen ausreizen, leisten ihren Teil. Der Pokalsieger der letzten Saison, Michael Müller, ist ein solcher Fahrer. Er ist dafür bekannt, auf rekordverdächtige Autos zu setzen. Doch beim letzten Dubai Invitational erregte er großes Aufsehen mit einem Auto, von dem niemand wusste, dass es überhaupt existiert. Dubai, Circuit of the Emirates. Das ist schon geil präsentiert. Da kannst du jetzt mal sagen, was du willst. Ey, es ist ein krasser Sprung zu den letzten Teilen. Michael Müller, Exotic GT Series. Clear Skies, 38 Grad. Das ist schon echt geil präsentiert. Finde ich gut. Das macht schon mal deutlich mehr her als die letzten Teile, was die Präsentation angeht. Das finde ich schick. Und da geht es auch direkt schon zum ersten Rennen los. Und bevor wir loslegen, gehen wir in das Menü, weil ich will mal kurz die Pfeifen einstellen, weil ich mache hier nämlich nicht das, was er macht. Ihres Autos genau einstellen. So, Bremsen machen wir ABS an, Lenkung bitte normal, Traktionskontrolle lasse ich sogar an, die beiden lasse ich an, einfach nur mir jetzt so ein bisschen einfacher reinzukommen wieder. Werden wir Hüllstärke im Laufe des Displays noch ausstellen, ich muss erstmal wieder ein bisschen ins Handling reinkommen, dann werde ich das auch wieder deaktivieren. Handschaltung machen wir natürlich, kosmetischer Schaden reicht mir. Kraftstoff und Reifen. Genau, das machen wir. Kraftstoffreifen, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist ganz schön, weil dann haben wir ein bisschen keine technischen Schäden. Und zurückspulen wir mal ein. Reibungsassistent versteckt, Reibung auf allen Oberflächen. Ja, machen wir mal so. Das ist, denke ich, mal ein ganz gutes Setting. Erstmal zum Einstieg. Wie gesagt, wir werden das über die Laufe des Let's Plays dann noch anpassen. Aber nach und nach uns dann mal reinfinden. So, dann wollen wir mal. Geht's hier los am PC mit dem GT2 RS. Hoppala, erstmal schön abgeräumt. Ein bisschen ins Handling wieder reinkommen. Sagt, lange nicht gezockt. Okay, was ich erstmal ausstellen muss, warte mal ganz kurz. Da gibt's ja dieses scheiß Rumgeschäke, was mir echt hart auf die Eier geht. Kamerabewegungseffekte. Das müssten die hier sein, ne? Normal aus. Ist das das? Ah ne, warte mal. Ups. Fern, genau. So. Genau. Ist nämlich dieses Rumgeschäke. Das dürfte jetzt aus sein, ne? Ach, sehr gut. Weil ich finde es ja ganz cool, diese Idee mit dem Rumgeschäke von der Kamera. Das hat ja auch seinen Sinn und Zweck, weil das ja so ein bisschen zeigen soll, wie krass sich das alles bewegt und bliblablub. Ich sag da ja auch an sich nichts gegen, aber es irritiert mich unglaublich beim Fahren, wenn die Kamera halt einfach so am Rumwackeln ist. Die sprechen mal direkt aus dem Mist, ich brauche das nicht. Ich sehe, dass der Wagen sich bewegt. Ey, hallo, Junge, schieß mich doch bitte nicht ab. Ja, aber das sieht halt einfach fett aus, ne? Also muss sagen, Forza 7 ist jetzt echt kein hässliches Spiel. Mein System ist relativ gut, will ich es behaupten. Ist jetzt nicht Bombe. Ich habe eine i7700K und eine GTX 1070 drin. Und 16 GB RAM. Die tun schon ein bisschen eher Übriges. Die Einstellung, die wir jetzt hier haben, ist automatisch. Wir spielen aber in 4K. Das sehe ich daran, dass mein GeForce-Punkt unten sehr klein ist. Also wir spielen in 4K auf. Also ihr seht, das Gameplay auf YouTube ist in Full HD.
einfacher hochzuladen. Und die meisten können halt eh noch nicht mit 4K anfangen, dementsprechend lassen sich davon mal ab. So, schön hier durch. Die 8 krallen wir uns auch mal. Die KI-Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber den stellen wir uns dann für unser eigenen Rennen. Im Moment erleben wir noch kurz nochmal die Erlebnisse von anderen guten Fahrern, wo wir dann sehen, wo wir auch uns hinarbeiten wollen. Wir wollen ja auch an die Spitze. Und das ist ja unser Ziel. Und wir wollen ja auch hier mit dem GT2 RS cool rüberkommen und voll brutal sein. Die Kamera können wir auch wechseln. Machen wir nicht. Ich finde die Perspektive ganz geil. Cockpit könnten wir auch mal fahren, aber machen wir jetzt erstmal nicht. Und Felde fragt, womit ich zocke. Xbox One Controller, nicht Lenkrad. Das liegt einfach daran, Forza 7 ist auch mit Lenkrad weiterhin nicht so geil zockbar. Also kann ich weiterhin empfehlen, wenn ihr sagt, soll ich mir für Forza 7 Lenkrad kaufen? Ganz klares Nein. Also wenn ihr extra dafür ein Lenkrad kaufen solltet, gibt's Nein, weil lohnt sich nicht. Fährt sich mit dem Controller dann immer noch intuitiver. Merkt man einfach, dass es darauf ausgelegt ist. Und es ist aber an sich auch nichts Schlechtes. Also von daher, wie gesagt, ich bezeichne es auch nicht als Simulation. Das ist nämlich ein SimCat-Titel. Habe ich schon alles gemacht, liebes Spiel. Danke, dass du mir jetzt alles einblendest. Das habe ich auch schon alles mitbekommen. Ja. Nebenbei, die neue Dubai-Strecke ist echt fett. Also die sieht optisch erstmal granatengeil aus. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Ding ist der Shit, was es optisch angeht. Und so vom Layout und so macht die auch echt Spaß. Das ist eine schöne Fantasiestrecke wieder. Das können die Jungs von Turn 10 ganz gut. Ich finde es so geil, dass wir hier einfach kein Licht anmachen. Ey, normalerweise, wir haben Lichtsensor. Der GT2 RS dürfte sofort das Licht einschalten, wenn du hier in so einen Tunnel reinballerst. Aber nicht hier in Forza 7. Da haben wir den Lichtsensor abgeklebt. Oder wir haben den Lichtschalter umgedreht, dass es nicht hier angeht. So, und dann holen wir uns hier mal einen spannenden Sieg. Oder wie viele Runden fahren wir denn? Ich weiß gar nicht, ob wir mehr Runden fahren. Ich habe keine Ahnung. Weil wir haben keine Anzeige dementsprechend. Ja, eine Runde, okay. Sehr gut, haben wir sogar einen Sieg reingeholt. Das ist nicht schlecht. Kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. Vielseitigkeit bedeutet, sich jedes Auto zu eigen zu machen. Um den Pokal zu gewinnen, müssen die Fahrer diese Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Denn niemand wird mit nur einem Auto siegreich sein, egal wie schnell es ist. In Mugello erzielte Maria Rossi einen Punktevorsprung und gewann schließlich den Cup selbst, indem sie einen eher unkonventionellen Renntruck meisterte und damit den Sieg einfuhr. Der von Renntruck fahren. Nebenbei dieses Ruckle in den Cutscenes, das ist ein Forza 7-Problem. Das war auch in der Gamescom-Demo schon so. Also der Rest läuft ja sehr drum, die Cutscenes lecken manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, was das irgendwie mit dem Nachladen zu tun hat, finde ich ein bisschen komisch. Und wir dürfen jetzt Renntruck fahren, hier Mercedes Race Truck. Drivers Cup Maria Rossi, Mercedes-Benz Racing Truck, partly cloudy, 18 Grad Celsius. Und wir fahren jetzt Mercedes-Benz Renntruck. Ab geht's. Schön fliegender Start hier. Statt ein anderer Name dran, wir fahren jetzt in jetzt Roland. Oh, habe ich jetzt Cockpit-Perspektive? Nebenbei, die Perspektive ist ganz lustig, weil man den ganzen Truck trotzdem nicht drauf bekommt, egal wie weit du die Kamera wegballerst. Wir natürlich überlegen, LKW hat ein bisschen mehr Gänge, erst recht, weil wir den Diesel haben. Und man sieht auch den kleinen Turbo, den wir da neben dem Motor haben, den sieht man ja schön auch von hier aus direkt. Was man auch hier schon ein bisschen sieht, eben die beweglichen Teile, der Auspuff wackelt ein wenig. Ich finde es ja krass, dass wir von der Kameraperspektive nicht weiter wegkommen, ne? Wir haben eine neue Kameraperspektive, die reingekommen ist, ist jetzt die Dashboard Cam, da ist das Lenkrad ausgeblendet, dementsprechend, wenn ihr für den Lenkrad fahrt, habt ihr das Lenkrad ausgeblendet, was ganz cool ist, weil Forza weiterhin nur die 180 Grad Darstellung hat. Dementsprechend irritiert euch das dann dementsprechend weniger, wenn ihr mit dem Lenkrad fahren solltet. Wie gesagt, ich werde darauf verzichten und auf Controller zocken. Das fährt sich echt angenehm. Also der Mercedes-Truck ist gerade echt schön zu fahren, muss ich sagen. Der ist echt sehr angenehm. Also der ist schön nachvollziehbar von der Geschwindigkeit so. Und vom Handling ist der astrein. Bei Forza 6 war er ja auch mit drin. Da gab es ja per DLC am Ende. Fand ich sehr schön, als er reingekommen ist. Weiß nicht, was anderes ist. Ein bisschen die Rennklassen nochmal erweitert. Das recht in einem Rennspiel mit Rennstrecken kann man auch solche Rennklassen, finde ich, auf jeden Fall mit erwähnen. Was ich ein bisschen lustig finde, wir haben Offroad-Fahrzeuge weiter im Spiel drin, die natürlich gar keine Verwendung haben, weil Forza 7 weiterhin kein Offroad-Feature hat. Müssen wir mal abwarten, ob das mit dem nächsten Teil dann kommen wird oder vielleicht mit dem DLC. Würde mich nicht wundern, weil Forza Horizon hat es ja gut vorgeführt. Ich kann mir ja so gut vorstellen, dass Forza Motorsport auch irgendwann in eine Offroad-Richtung gehen wird, mit Rallycross und sowas. Werden sie, denke ich mal, auf die Länge der Dauer auf jeden Fall müssen, weil die Konkurrenz das ja macht. Dementsprechend mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Ich freue mich schon in der Meisterschaft irgendwann mal Renntruck zu fahren, weil das macht echt Laune, das Ding, Alter. Richtig geil. KI-Schwierigkeitsgrad werden wir auf jeden Fall noch höher stellen müssen. Aber der macht gerade richtig Bock zu fahren.
weil er echt schön nachvollziehbar zu fahren ist, auch recht einfach, was ich gerade echt angenehm finde im Vergleich zum GT2 RS. Der war gerade schon ein bisschen biestig, hat aber auch natürlich ein bisschen Bums drunter, ne? Er darf auch ein bisschen die Bitch spielen, würde ich behaupten. Wir rutschen ein bisschen über die Vorderachse, aber es geht noch. Und auch das Rennen hier werden wir uns schön holen. Nebenbei steht nicht Ihr Name drauf. Wir fahren gerade als Bernd Rehfeld. Das ist ja die offizielle Lackierung von dem Fahrzeug. Dementsprechend haut das hin. Und wir haben auch hier Mugello einmal gezeigt, was wir drauf haben. Bam! Flexibilität. Nur wer vorbereitet ist, wird mit Veränderungen zurechtkommen. Die Cup-Legende Ukio Takagi ist für absolute Konzentration bekannt, selbst bei Sturzregen. Um beim Forza Drivers Cup Erfolg zu haben, müssen die Fahrer stets damit rechnen, dass keine Runde der anderen gleicht. Ja, ist ja neu mit dem Wetterwechsel. Aber das sind wohl, glaube ich, ich schätze mal, sind die drei Bossgegner, die wir so in unterschiedlichen Kategorien herausfordern dürfen. Suzuka Circuit fahren wir jetzt, die wir so herausfordern dürfen, auf die wir hinarbeiten und die dann unsere finalen Gegner sind. Würde ich mir zumindest wünschen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe ja irgendwie auch mal ein Bilder von dem Drivers Cup gesehen, dass er wohl echt mit so wirklich Endgegnern ging, auf die man zuarbeitet. Was ich echt geil finde, weil ich bin sehr Karrieretyp, sehr Singleplayer-mäßig gerne unterwegs. Und eine Herausforderung und ein Gegner, den man wirklich, auf den man hinausarbeitet, der das Ziel ist, das wäre natürlich geil, das würde mich motivieren. Ukio Takagi, Vorgänger GT Series Wayne. Das ist 11 Grad Celsius. So, hier im Nissan GT-R GT500 unterwegs. Nebenbei die C6 Corvette vor uns wieder ins Spiel reingekommen. Die war ja ein bisschen ausgesetzt. Finde ich sehr geil, weil ich die C6 doch ganz geil finde. So, hier haben wir schon Wasser am Stehen. Und das kann jetzt. Wow! Hoppalalalala! Da fange ich die Kamera kurz wieder ab, da habe ich mich gerade weggedreht, aber das war auch meine Show, weil ich ein bisschen rübergekommen bin. So, was wir ganz schön haben, wie gesagt, Regen kann jetzt auch im Rennen entstehen. Also, man kann auch. Es kann auch im Rennen dann zu Regen kommen und dann entstehen halt auch Pfützen. Und da muss man sich dann drauf einstellen. Nachteil ist, es gibt keine Regenreifen offiziell im Spiel, was ich ein bisschen schade finde. Deswegen fährt man auch mit Slicks auf Regen, was ein bisschen behämmert ist. Aber na gut, es ist ein Simcade-Titel. Ich nehme dem Spiel das da in der Hinsicht nicht so übel. Wer es ein bisschen realistisch haben will, geht dann noch Project Cars 2 höchstwahrscheinlich. Sieht aber geil aus mit einem Riesenrad im Hintergrund. Ich bin auf jeden Fall schneller als der Bentley hier. Jetzt ziehen wir auch mal innen vorbei. Aufpassen, dass innen keine Pfütze ist, weil sonst haut es mich auf jeden Fall ins Jenseits. Da muss man auf jeden Fall noch aufpassen. Da gibt es nämlich böses Aquaplaning. Und dann geht es nämlich sonst wohin. Noch immer wieder hier Wasser stehen auf der Strecke. Das sieht halt einfach gut aus. Forza 7 ist halt einfach auch schick, ne? Dass wir damit ein bisschen angegeben haben. Ey, wir haben eine geile Grafik. Ja, sei es ihnen verziehen, sie durften es, ne? Es ist legitim, damit anzugeben. Ich würde mit sowas auch rumprallen. Das ist so, als wenn du einen langen hast und damit nicht angeben darfst. Das bringt dir ja auch nichts. Ich weiß, war ein sehr komischer Übergang, aber boah, Xbox hat ja in dem entsprechenden langen mit der Xbox One X. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum der Release von Forza 7 nicht mit der zusammenkommt, weil wer jetzt geile Grafik haben will, holt sich halt auf dem PC. Und holt sich dafür eine extra eine Konsole. Ich bin nämlich auch einer, ich werde mir die Xbox One X voraussichtlich nicht kaufen, weil alle Spiele ja am PC zockbar sind und mein PC die meisten Games in der Grafik der Xbox One X packen wird. Deswegen ist es aus meinem Grund, aus meiner Sicht, dann nicht lohnenswert. Wenn du den richtigen Gaming-PC hast, brauchst du die Xbox One X eindeutig nicht. Da kannst du darauf verzichten im Normalfall. In dem Moment bekommt Lukas keine Keys mehr für Forza 7 oder sonstigen vom Xbox-Presseteam, weil er merkt, dass ich doofe Werbung für die mache. Ich war ja echt nicht gehypt auf das Spiel, ne? Aber es macht gerade echt so eine Laune. Und jetzt seht ihr auch, der Regen hat aufgehört. Die Strecke bleibt natürlich weiterhin nass. Reflexion, meine Fresse, sieht das gut aus. Das ist echt der Wahnsinn. Heieiei. Ja, aber es macht schon Spaß. Da kann man, wie gesagt, ich war nicht hyped, aber ich bin es jetzt gerade schon ein bisschen. Eine neue Karriere ist schon cool. Das ist schon geiler gemacht. Ist schon geiler gemacht. Jetzt wissen Sie, was für den Sieg nötig ist. Geschwindigkeit, Vielseitigkeit, Flexibilität. Der Rest liegt an Ihnen.
Sie werden gleich am exklusivsten Wettbewerb der Motorsportwelt teilnehmen. Nur die Besten nehmen am Forza Drivers Cup teil. Sie werden bis ans Äußerste gehen müssen, doch wenn Sie die Trophäe endlich in Händen halten, wird jeder wissen, dass Sie der beste Fahrer der Welt sind. Okay, der Forza Drivers Cup ist das, auf das man hinarbeiten soll. Und ihr seht, da unten ist immer so wie so ein Bossgegner angezeigt. Das finde ich natürlich ziemlich geil. Das finde ich geil. Das ist recht ein Aufbau. Man hat also irgendwas, worauf man hinausarbeitet. Das finde ich geil. Weil vorher war es immer so Meisterschaft rennen fahren, das war's. Aber jetzt haben wir wirklich Ziele, die man angehen will. Das finde ich geil. Das finde ich so viel besser als bei den letzten Teilen. Ah, das war nämlich immer so mein Problem. Ich habe bei Forza 7 auch so, oh mein Gott, wenn die jetzt hier an der Meisterschaft mal an der Karriere nicht arbeiten, dann können die das Spiel für mich in die Tonne kloppen, weil das, ich bin halt ein Singleplayer-Spieler, ich brauche Multiplayer nicht. So, und es war bei den letzten Teilen immer so, ah, das ist irgendwie so dröge präsentiert. So macht man das. So fehlt das schon viel besser. Und wir gehen in die Rookie-Meisterschaft. Das ist der erste Willkommen Punkt. Zur Rookie-Meisterschaft. Jede Serie beruht auf über 50 Autoklassen mit verschiedensten Fahrzeugtypen. Es stellt sich also die Frage, mit welcher Serie möchten Sie beginnen? Wir haben ein bisschen Auswahl. Wir haben 7 Serien, die wir hier fahren können und 3 Schaurennen, die wir angehen können. Und wir haben ein bisschen was zur Auswahl. Wir haben einmal moderne Hot Hatches, historische Straßenrennen, Aufstiege Supersportwagens, Forza Trophy Trucks, dann Polaris RZR und Monoposto Legenden. Und die anderen Sachen, die müssen wir hier noch freischalten. Hier sind ein paar extra Duell mit Cam Block im Vor. Oh, das ist geil. Wir fangen aber an, weil ich da Bock drauf habe, weil ich Hot Hatches geil finde, mit den modernen Hot Hatches. Wer Rennen fahren möchte, braucht auch einen Rennwagen. Der erste geht auf mich. Also suchen Sie sich ruhig Ihren Favoriten aus. Ist die Präsentation geil. Die zeigen, dass Größe auch täuschen kann. Diese Hot Hatches sind auf Performance und Funktion ausgelegt. Ideal, um enge Straßenstrecken zu bewältigen. Okay, oben rechts sehen wir den Preis. Das aktuelle Gras, 200.000 Credits haben wir. Die Präsentation ist ja geil, wie die Autos hier stehen und präsentiert werden. Alter, ist das viel besser als der letzte Teil. Ford 6 war ja irgendwie so, ja, da haben wir hier ein bisschen was gemacht, aber vor, kein Scheiß, ich feiere es gerade. Wir haben Auswahl, Alfa Romeo, Giulietta, Quadri, Ford Giulio, Gott, was ein Name, Peugeot 308 GTI, Vauxhall Corsa VXR, Vauxhall Astra VXR, Fiat 695 Biposto, Audi S1, Audi RS3 Sportback, Ford Focus RS, Honda Civic Type A, ja, ist geil, Hyundai Veloster Turbo, Mazda, mein Gott, wie viele Autos haben wir denn in der Klasse? A45 AMG, John Cooper Works, Clio RS, Megane RS, Golf R. Ja, ihr wisst, worauf es enden wird, ne? Ich bin ja... ja, die sind auch alle schon geupgradet, ne? Ja, die sind schon alle auf 500 geupgradet worden. Die sind schon auf das Klassenmaximum getuned. Ja, sorry. Wir werden auf den Golf hinauslaufen. Das ist halt einfach so. Ist halt, ich bin halt VAG verseucht. Ich kann nichts dafür. Nehmen wir. Es gibt neue Designs, mit denen Sie Ihrem Auto eine persönliche Note verleihen können. Ach, sind die Designs, die wieder von Little Vixen entworfen... Der Name ist halt echt doof, wenn man zum Deutscher spricht. Entworfen worden sind. Das ist ja die Forza-Designerin, die immer so ein bisschen die Turn-10-Wagen macht. Wir können auch natürlich eine Farbe einfach wählen. Ich glaube, das werden wir auch für die ersten Wagen einfach... Oh, das ist grau, ist geil. Wir nehmen das Silber. Wir nehmen erstmal eine normale Farbe. Jetzt können wir uns theoretisch frei umsehen. Oi. Ja, schön Forza Vista-Modus. Das ist geil. Ja, finde ich gut. Den nehmen wir. Den nehme ich einmal. Einmal bitte so einpacken. Ja, bitte. VW ist ja Gott sei Dank wieder zurück, bei Forza 3 gab es keinen, deswegen darf ich jetzt wieder VW fahren. Damn, ich hatte kein VW im letzten Teil, jetzt habe ich wieder Bedürfnis dazu. Vor dem Rennen können Sie noch letzte Änderungen vornehmen, etwa am Getriebe oder Tuning. Ein letzter prüfender Blick vor dem großen Auftritt hat noch nie geschadet. Okay, oben lädt er gerade, in der Zeit können wir noch machen, wir haben Mods. Finden Sie die besten Mods, um Ihre Fähigkeiten zu testen und mehr Credits zu verdienen. Sie erhalten Mods aus Preiskisten und können sie vor dem Rennen ausprobieren. Genau, wir haben keine Preiskisten im Moment hier drin. Ich glaube, wir hätten welche, wir haben glaube sogar welche dank VIP, die müssten wir im Hauptmenü mal öffnen. Haben wir jetzt aber keine, dementsprechend Mods sind ja sowas wie hier Boni, du kriegst so und so viel Geld, wenn du vom letzten Platz startest oder du kriegst Mod hier, startest vom ersten Platz für die nächsten drei Rennen und sowas. Die gibt es ja wie bei Forza 6 gab es die ja auch. Haben wir jetzt im Moment keine. Oh. Und es geht schon los. Ankunft, Maple Valley Raceway, Kurzstrecke, yes sir. Guck mal, was aus Forza 4 zurück ist, tada. Ja, lass mich hier zurück, Maple Valley. Die haben ja ein bisschen aussetzen müssen. Um für Chancengleichheit zu sorgen, wurde dieses Rennen homologiert. Das heißt, dass jedes der teilnehmenden Autos den gleichen Standards gerecht wird. So bleibt das Rennen spannend und trotzdem fair. Okay, alles bereit? Dann kann's ja losgehen. Genau, das ist auch ein neues Feature, die Homologation, dass die Fahrzeuge alle angepasst werden, dass sie gleich stark sind, damit man eben ein spannendes Rennen haben kann. Das ist eine Sammlung. Das Sammeln von Autos ist nicht nur dazu gut, ihnen eine große Auswahl an Wagen zu bieten, sie erhalten so auch größere Belohnungen. Je mehr Autos sie besitzen, desto größer fallen ihre Meilensteinbelohnungen aus. Jedes Auto hat einen bestimmten Wert. Je mehr Autos sie sammeln, desto höher ist der Gesamtwert ihres Fuhrparks.
Und das wiederum bedeutet, dass sie noch fantastischere, höherwertigere Autos freischalten können. Also Autos schalte ich frei, indem ich Autos kaufe. Also ich schalte neue Fahrzeuge frei, indem ich im Rang aufsteige. Und Ränge steigen jetzt auf, indem man Fahrzeuge sammelt. Oh, das ist geil. Das ist ein sehr, sehr cooles System. Finde ich sehr, sehr gut, weil ich sammle gerne in dem Spiel Autos. Habe ich gar nichts gegen. Wir sehen auch, welche Punkte wir für welches Fahrzeug bekommen. Wir sehen auch, wie viel die kosten würden, wenn wir jetzt kaufen würden. Das finde ich sehr, sehr cooles System. Und das schaltet man dann eben hier nach und nach mit frei. Das ist ja sehr cool. Rang 2, da sieht man dann, die Autos schalten wir dann mit Rang 2 frei. Ihr seht, es sind einige geile Kisten bei etc. Das ist natürlich ein geiles System, finde ich schön. Das gibt diesen, ja sagen wir mal, diese Autosammeln noch ein bisschen einen anderen Touch. So, wir gucken mal, wie wir das Auto wählen. Driver-Touch-Schwierigkeitsgrad, genau. Mit dieser Einstellung können Sie die Fahrkünste Ihrer Konkurrenz beeinflussen. So können Sie sich selbst immer weiter fordern. Nehmen wir Experte oder sehr erfahren? Wir fahren mal mit Experte, wir probieren es mal mit Experte aus. Unschlagbar fahre ich irgendwie Pro, sind wir glaube ich mal gefahren, deswegen fangen wir erstmal mit Experte an. Ich denke mal, da sollten wir ganz gut mitkommen. Wenn wir da zu schnell sind, gehen wir auf Pro, wenn wir zu langsam sind, gehen wir einen runter. Aber ich denke mal, mit Experte sollten wir eigentlich klarkommen noch, wenn ich mich irre. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit dem ersten Rennen hier im Forza, im Drivers Cup. Im Drivers Cup, wie hieß es nochmal? Scheiße, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Egal. Ah, wieder VW ist zurück. Für viele so, ja, VW ist zurück, ne? Und Mix halt, VW ist zurück. Hier ist es halt ganz anders. So. Erste Rennen und das direkt auf Maple Valley, Leute. So, natürlich Vorteil, wir haben Allrad und viele andere nicht. Machen die eigentlich alle so matten Lack? Oder haben die extra alle matten Lack? Oder ist, warte mal, ist die Grafikoption irgendwie nicht richtig an? Also, weil die haben alle extrem matten Lack. Oh ne, wir spielen Ultra 4K. Ja, okay, kann man machen. Dynamisch, ich hätte gerne, wo kann ich den Automodellqualität? Na, ups. Hoch. Danke. Kann ich auch irgendwie. Okay. Okay, ich muss rennen, theoretisch neu starten, aber. Ne, wir spielen schon auf Ultra 4K. Wir spielen auf Ultra 4K und das läuft so smooth. Das ist schon krass. Also man muss so sagen, Performance-Technik ist Forza 7 jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber die haben halt also Mattlack. Soll das so? Oder ist das einfach ein Design, dass sie draufballern, dass sie alle mit Mattlack fahren? Das finde ich ein bisschen komisch optisch. Aber egal. Maple Valley ist zurück. Nochmal ein bisschen verschönert. Wir sehen es auch, dass es noch ein bisschen schicker gemacht worden ist. Sieht auch echt nicht verkehrt aus. Und es ist schön, dass die Strecke wieder zurück ist. Natürlich einer der Forza-Klassiker schlechthin. Und sehr schön, dass sie die wieder zurückgebracht haben. Ja, leider kein Fujimi Kaido. Ich muss es weiter enttäuschen. Fujimi Kaido ist leider nicht dabei. Aber na gut. Schade. Man kann nicht alles haben. Ne? Fujimi Kaido hätte ich lieber gehabt als Maple Valley, aber... Nee, okay, der hat glänzenden Lack. Die Autos sind wirklich so lackiert. Okay. Das sah nur so aus. Ich hab schon gedacht, da wäre ein Grafikdetail, was nicht geladen worden ist. Das war wirklich Lackierung von dem Fahrzeug. Okay. Aber krass, 4K Ultra spielen wir hier gerade und der Rest natürlich auf dynamisch, also der kann die Grafik-Settings, je nachdem wie die Performance gerade ist, ein bisschen während des Rennens anpassen, was ein sehr cooles Feature ist, er das machen kann. Und dadurch läuft das hier eben so extrem smooth, muss man sagen. Nur 5 Runden haben wir Zeit. Zweiter. Und haben ein Standbild. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade abgeschossen. Wo ich es gerade noch lobe, wie super das Ding läuft, ne? So, da bin ich wieder. Einmal kurz neu gestartet, ist wirklich eingefroren. Ich musste halt einfach beenden, da ist nichts mehr passiert. Ich kam auch nicht mehr ins Spiel zurück, als ich einmal auf dem Best of war. Die App, das Spiel lief weiter, aber da kam nichts mehr. Gut, hoffen wir, dass es jetzt nicht nochmal passiert. Also ein kleiner Abschub kann noch passieren. Das muss nicht immer am Spiel hängen. Ach krass, ich sehe jetzt gerade, dass die Namen, habe ich jetzt vorhin gar nicht drauf geachtet. Hier der Hans halt mit der Alex Johnson hier am Start. Da kennt man ja schon mal ein paar Namen. Aber ja, auf jeden Fall komisch. Na gut, egal, ist halt so passiert. Geht ja jetzt wieder. Also ich hoffe nicht, dass es wieder abschmiert. Müssen wir gleich mal drauf achten. Den Beiß neue hat, finde ich auch ganz schick. Muss ich echt sagen. Schön entschlackt ein bisschen. Das ist relativ schlicht gehalten, aber enthält alle wichtigen Informationen, die wir brauchen. Mehr braucht man echt nicht. Und ist vom Optischen doch echt schön designt. Das Schwierig ist gerade, wenn wir nach dem Rennen sogar schon hochstellen, weil wir höchstwahrscheinlich bei 5 Runden einfach viel zu schnell durchs Feld fliegen werden. Jetzt hier einfach mal an Platz 3 vorbei. Platz 2 holen wir uns auch ohne Probleme. Gut, der Golf R ist natürlich jetzt auch nicht langsam, aber die sind ja alle auf einem Level, wie wir wissen. Haben ja Homologation. Gut, sind alle auf denselben Level umgebaut worden. So. Oh Gott, Kurve nicht bekommen. Da ist eins, kommt. Nee, das ist mein Platz hier.
Aber wenn man es so mit Forza 6 vergleicht, habe ich gedacht, es gibt kaum Fortschritt, aber es fühlt sich halt nochmal echt ganz anders an. Also optisch sieht es halt wirklich krass gut aus. Und so von der Aufmachung, wie gesagt, karrieretechnisch, da ich ja unglaublicher Karriere-Fan bin und Singleplayer-Liebhaber bin und Multiplayer einfach nicht brauche bei dem Spiel eigentlich. Ich bräuchte bei den ganzen Rennspielen keinen Multiplayer. Nicht unbedingt. Finde ich das sehr, sehr schön, dass sie noch ein bisschen mehr Augenmerk auf die Karriere gemacht haben und das Ganze nochmal ausgebaut haben. Man hat das jetzt mit dem Forza 6 mit den DLCs ein bisschen vermuten können, dass sie in die Richtung gehen, weil die waren auch schon von der Präsentation deutlich besser als die eigene Karriere. Das war schon ganz schön. Oh Gottes Namen! Voll verbremst, egal, wir spulen nicht zurück, wir haben noch ein paar Runden Zeit, alles gut. Das war schon echt schön gemacht. Dementsprechend schön, in die Richtung man jetzt hier geht. The Forza Drivers Cup. Das finde ich eine schöne, coole Idee. Und mit den Autosammeln auch, das ist auch eine sehr geile Idee, dass der Level eben davon abhängt. Da lohnt es sich halt wirklich, sein Geld auszugeben und sich neue Karren zu holen. So, den ersten brauchen wir jetzt ein bisschen, bis wir rankommen. Der fährt auch ein 7er R. So, mal gucken, dass wir da jetzt noch ein bisschen rangeschossen kommen. Zwei Runden haben wir ja noch, also noch alles safe. Da können wir noch, haben wir noch ein bisschen Zeit. Diese Kurve riskiere ich immer ein bisschen viel, da bin ich ein bisschen zu schnell. Fährt er eine bessere Linie, das sehen wir auch jedes Mal beim Rausbeschleunigen hier. Da kommt er noch ein bisschen besser raus, kann sich da wieder ein bisschen Vorsprung rausholen. Hier fliege ich jetzt aber ein bisschen flotter durch, auch wenn das hart am Limit ist. Boah. Was war denn alles so für matten Lack, Alter? Aber es ist wirklich matter Lack einfach, ne? Die sind halt einfach so lackiert, wieso auch immer. Weil oben reflektiert es ja auf dem Dach, auf dem Panoramadach. Dementsprechend, die Karren sind halt einfach matt. Finde ich jetzt nicht so geil, dass das Spiel alle Autos matt lackiert, weil er nimmt halt Driver-Teil-Lackierung. Ich glaube, ich deaktiviere das mal im nächsten Rennen. Weil im Moment gibt es ja keine Driver-Teil-Lackierung, außer die von Lille Wixen. Weil die Server ja, sind die schon online? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es auch keine Designs, weil ja bisher nur die Review-Version online ist. Und ab morgen dürft ihr dann als Ultimate Edition-Spieler auch loslegen. Das ist hier die Sache. Deswegen werden wir das Design mal ausstellen und dann ab den kommenden Tagen mal anstellen. Dann lohnt sich das auch. Dann haben wir nämlich auch schöne Designs hier auf den Kisten drauf. Man kann natürlich aus Forza 6 und aus Forza 2003 alle Designs importieren und dementsprechend kann man dann wieder ein paar schöne Designs nehmen. Da haben wir auch für den Golf Air Hüsche dann bald schon schöne Designs. Aber wenn wir bis dahin die Hüsche mit der Serie schon durch sind, also mit der Rennserie nicht mit dem Spiel, nicht mit dem kompletten Display, so krass werde ich hier auch nicht durchflügen. Aber na gut. So, das erste Rennen werden wir damit schon mal schön mit dem Sieg abschließen. Schwierigkeitsgrad ist erstmal so okay. Ich glaube, wir können noch eine Stufe höher, theoretisch. Weil ich keinen Fehler gemacht habe, hätte das nämlich geklappt. Aber na gut. So. Rennen Nummer Uno. So fährt man Rennen. Gut gemacht. Serienpunkte. Ah, okay, man sammelt Serienpunkte. Gibt es jetzt wie Meisterschaften, dass man eben nicht jedes Rennen gewinnen muss, sondern eben man sammelt eben wirklich Meisterschaftspunkte. Es ist leider nicht so wie bei der richtigen Rennserie mit 10 Punkten, 25 Punkten oder sowas, sondern hier 100 Serienpunkte, ein bisschen krass viel, aber laut dem Kartenreglement erhalten Sie für jedes Rennen Serienpunkte, unabhängig von Ihrer Platzierung. Allerdings gibt es mehr Punkte, je besser Ihr Platz ist. Genau, und ich würde sagen, mit der Serie machen wir dann in der kommenden Folge weiter. Da geht es dann in Runde 2 von 3. Ihr seht auch noch, wie viele Rennen wir fahren. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne einen Daumen oben da. Nächste Folge kommt relativ kurzzeitig nach der hier schon, weil ich habe auch Bock drauf und wollte euch im ersten Tag immer ein bisschen mehr bieten. Dementsprechend sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen oben lassen. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Forza Motorsport 7 wieder. Bis dann, tschüss.